Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die Öffentlich-Rechtlichen in einem Interview mit Jörg Meuthen am Rande des AfD-Parteitags versuchen herumzutricksen. Der Moderator hat sich in diesem Interview fest ein Thema vorgenommen. Ich denke, wenn ihr den Ausschnitt anseht, werdet ihr sicher schnell erraten, welches Thema das ist. Im Folgenden der Ausschnitt. Ja, wir haben Jörg Meuthen hier bei uns, den Bundessprecher, der jetzt mindestens noch ein, ja, fast dreiviertel Jahr im Amt bleibt bis November, denn der Abwahlantrag ist nicht angenommen worden, sondern ist durch Nichtbefassung abgeschmettert worden. Kurz und knapp, haben Sie so damit gerechnet, dass das so schnell geht, ohne Diskussion auf dem Parteitag? Ja, ich bin davon ausgegangen, weil ich wusste, dass eine ganz große Mehrheit der Delegierten überhaupt kein Interesse daran hatte, diesen Abwahlantrag zu behandeln. Der war mit Verlaub in der Begründung auch sowas von indiskutabel, voller falscher Tatsachenbehauptungen. Das haben die Delegierten gesehen und wollten sich damit nicht befassen. Damit habe ich gerechnet, ja. Ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla hat ja gestern auf der Pressekonferenz gesagt, also er findet diesen Antrag auch nicht gut. Dazu ist der Parteitag im Herbst da. Da werden dann die Arbeitszeugnisse erstellt für die Arbeit der Bundessprecher und dann wird darüber auch abgestimmt. Er hätte natürlich auch sagen können, dann wird abgerechnet auf dem Parteitag. Denken Sie denn, dass Sie zwei weitere Jahre im Amt sind? Nach dem Herbstparteitag? Wir müssen auf diesem Parteitag erstmal sehen, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben einen Satzungsänderungsantrag, der eine dritte Wiederwahl gar nicht ermöglichen sollte. Das müssen wir erstmal schauen, was dieser Satzungsänderungsantrag bringt. Ich halte das im Moment auch wirklich für kein wichtiges Thema. Wir haben jetzt Wahlkämpfe vor uns. Die sind wirklich wichtig. Und nach den Wahlkämpfen werde ich darüber nachdenken, werde auch entscheiden, ob ich selber überhaupt noch mal antreten möchte. Das tue ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Jetzt müssen wir uns auf den Wahlkampf konzentrieren, den Rest blenden wir aus. Das war ja auch meine Frage gewesen, jetzt unabhängig von Satzungsänderungen, ob Sie bereit wären, auch noch weiter zu machen. Ich habe mir darüber, Herr Gerle, ich will es offen und ehrlich sagen, bis jetzt noch wenig Gedanken gemacht. Es gibt viele, die mich dazu auffordern. Die sagen, das sei sehr wichtig, weil sie mit meiner Arbeit sehr zufrieden sind. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass es auch welche gibt, die mich gerne weg hätten. Und man muss ein bisschen sehen, wie ist die Stimmung in der Partei im Ganzen. Ich glaube, dadurch, dass ich die sehr vielen Kontakte in die Basis hinein habe, werde ich das ganz gut beurteilen können. Das sehen wir nach dem Bundestagswahlkampf und dann entscheiden wir das. Sie sagen, einige hätten es ganz gern, wenn Sie weg wären. Fühlen Sie sich denn durch Ihren Co-Parteichef Tino Chrupalla unterstützt in Ihrer Arbeit? Er hat gestern völlig zu Recht gesagt, das sollte jetzt kein Thema sein. Und das ist ja auch so eingetreten, dass Herr Chrupalla und ich in diesen oder jenen Punkten auch inhaltlich in unterschiedlichen Strömungen der Partei verortet sind, ist bekannt. Das ist auch legitim. Ich finde dieses Bild mit den Arbeitszeugnissen gar nicht schlecht. Das kann man dann sehen. Wenn man wieder antritt, dann muss man eben das Vertrauen der Mitglieder haben. Und da werden wir sehen, ob das der Fall ist. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei allen. Ja, Sie könnten ja auch sagen, ich arbeite mit Tino Chrupalla so erfolgreich und gut zusammen, dass ich auf jeden Fall mit ihm weitermachen will. Wir haben eine gute gemeinsame Arbeitsbasis. Die existiert tatsächlich. Das wird gerne übersehen, wie auch immer gesagt wird, wir seien wild zerstritten alle untereinander. Das übersieht, dass wir die meisten Entscheidungen im Bundesvorstand einstimmig und zumindest mit sehr großer Mehrheit treffen. Also von einem zerrütteten Verhältnis, wie das so gerne insinuiert wird, kann da keine Rede sein. Eine ausgemachte innerparteiliche Gegnerin von Ihnen ist auf jeden Fall Alice Weidel. Die ist heute zur Seite getreten als Spitzenkandidatin sozusagen. Erleichtert Ihnen das jetzt die Arbeit in der Partei? Es geht bei der Frage der Spitzenkandidatur darum, dass wir alle Strömungen der Partei angemessen abbilden. Ich spreche mich dezidiert, das wird ja auch noch aufgerufen werden, der Punkt, für ein Spitzenkandidaten-Duo aus. Und dieses Duo sollte so zusammengesetzt sein, dass sich darin alle Strömungen wiederfinden. Wenn da zum Beispiel Herr Chrupalla antreten mag, der ja nach eigenem Bekenntnis für den sogenannten sozialpatriotischen Flügel steht, dann wäre es richtig, wenn die freiheitliche Strömung auch entsprechend vertreten wäre. Das sehe ich ganz deutlich bei Frau Kotar gegeben. Bei Alice Weidel würde ich eher sagen, sie ist im gleichen Lager wie Herr Chrupalla zuzurechnen. Und ich möchte, auch im Sinne der Einigkeit der Partei, die Breite der Strömung in unserer Partei nach Möglichkeit im Spitzenkandidaten-Duo abgebildet sehen. Ich komme gleich auf dieses Thema nochmal zurück. Noch eine Frage zu Ihrer politischen Zukunft bei der AfD. Welche Rolle spielt eigentlich da das Bundestagswahlergebnis? Sie treten ja nicht selbst an, Sie sind Abgeordnete im Europäischen Parlament, sind aber Parteivorsitzender. Ein mögliches schlechtes Ergebnis ging auch mit Ihnen nach Hause. Welche Rolle spielt bei Ihren Überlegungen die Bundestagswahl?
Die Bundestagswahl ist erstmal für uns das zentrale Aufgabengebiet in diesem Jahr. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich werde meine Arbeitskraft einbringen. Ich bin Bundessprecher dieser Partei, bin eines der führenden Gesichter der Partei. Und es ist völlig logisch, dass ich meine Arbeitskraft in den Dienst der Partei stellen werde, damit wir ein möglichst optimales Ergebnis erzielen. Und wie gesagt, danach sehen wir weiter, was wir dann machen. Und wenn die Partei unter Wert abschneidet, hat das für Sie auch Konsequenzen? Dann ist das wäre das ein Ergebnis, wenn es denn so käme. Ich glaube das gar nicht, dass wir das tun, dass den Spitzenkandidaten zugerechnet würde, aber natürlich auch der Parteiführung. Das betreffe dann nicht isoliert mich, sondern das betreffe dann alle, die als führende Exponenten den Wahlkampf bestritten haben. Die haben den Erfolg gemeinsam, gegebenenfalls hätten sie auch den Misserfolg gemeinsam. Das müssen wir sehen. Jetzt nochmal zu der Spitzenkandidatur. Sie waren ja für eine Urwahl, die wird jetzt auch stattfinden. Jetzt wird noch über die Anzahl der Kandidaten jetzt gesprochen. Ist das alles in Ihrem Sinne gelaufen heute, dass eben auf diesem Parteitag nicht die Spitzenkandidatur entschieden wird? Na, wir hatten ja diese Mitgliederumfrage, die hat mit knapp 87% gesagt, wir wollen das als Mitglieder entscheiden. Und dann finde ich es eine vernünftige Entscheidung der Delegierten zu sagen, dann sollen es auch die Mitglieder entscheiden. Es wäre eine Desavouierung der Mitglieder und dieser Umfrage gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, nein, das ziehen die Delegierten an sich. Insofern ist das Ergebnis folgerichtig. Soweit Jörg Meuthen im Phoenix und ich bedanke mich. Ich denke, ihr habt sicher erraten, um welches Thema es sich handelt. Jörg Meuthen hat die ersten Fragen zu sich und irgendwelchen Streits in der Partei eigentlich so beantwortet, dass alles klar ist. Jetzt fängt der Moderator aber wieder an, danach zu fragen. Und es hört dann nicht auf, sondern es geht dann das ganze Interview so. Volle 6 Minuten wird nur über irgendwelche internen Streits geredet oder wer an was schuld ist, dass irgendwas schlecht ist, wer die Verantwortung trägt und ob Meuthen angeschossen ist oder nicht, ob er wieder antritt. Und Weidel hat ein Problem und diejenigen haben ein Problem. Jetzt kann man sagen, okay, ja gut, das sind kritische Fragen, das ist normal, das muss man so erwarten. Und demzufolge sagt Jörg Meuthen natürlich auch nichts. Aber was ist das Besondere? Das Besondere ist die Einseitigkeit, dass allein die kompletten 6 Minuten dieses Thema gespielt wird. Es kommen nie Fragen wie beispielsweise: Wie halten Sie die permanente Benachteiligung aus? Was halten Sie von diesem ungerechten Ereignis gegenüber der AfD? Der Moderator macht von sich aus nie eine Themenlenkung dahin, die Öffentlich-Rechtlichen, die gesamten Altmedien. Sondern dadurch, dass sie dieses Thema auf die Streits lenken, bekommt der Zuschauer mit fortschreitender Dauer das Gefühl, das ist relevant, einfach durch die Wiederholung. Es ist das Gleiche wie immer. Jetzt bei einem anderen Thema. Vorher war es die ganze Zeit das Thema Rechtsextremismus, dann wurde das Thema Rechtsextremismus relevant. Jetzt ist plötzlich die innerparteiliche Streits jetzt relevant. Was kann Jörg Meuthen jetzt dagegen machen? Ich denke, man sieht auch an seinem Gesichtsausdruck, er merkt selbst, es ist jetzt immer das gleiche Thema, aber er fühlt sich anscheinend machtlos. Er möchte sich jetzt nicht beschweren, weil sonst wirkt er hysterisch. Sonst wird ihm nachgesagt, ja, Sie kritisieren die Presse, wie sollen wir denn mit Ihnen Interviews machen, wenn Sie sich dauernd beschweren? Beantworten Sie doch einfach die Fragen oder Sie sind selbst schuld. Und sozusagen scheint es aussichtslos. Anscheinend hat dieser Moderator die Möglichkeit, sich unfair zu benehmen und er kann nichts dagegen machen, ohne hysterisch zu wirken. Er kann aber doch was dagegen unternehmen. Und das geht so. Er stellt jetzt fest, nach einer gewissen Zeit, nach 3 Minuten, kann er feststellen, es ist jetzt immer das gleiche Thema. Er hat eigentlich die ganzen Fragen beantwortet. Und jetzt sagt er nicht, Sie, der Moderator, wollen dies oder jenes erreichen. Sie sind die Lügenpresse, Sie wollen uns hier schlecht machen. Sondern er erklärt dem Zuschauer den Effekt, den diese Fragetechnik von dem Moderator hat. Sondern er erklärt jetzt, dadurch, dass Sie jetzt die ganze Zeit das gleiche fragen, hat der Zuschauer das Gefühl, bei uns gäbe es die ganze Zeit nur Streit. Dadurch, dass Sie das die ganze Zeit fragen, hat der Zuschauer das Gefühl, das ist wichtig, das ist relevant. Also er erklärt im Grunde genau das, was ich jetzt hier erklärt habe, erklärt den Zuschauern. Jetzt sagt er aber nicht, Sie machen das mit Absicht, Sie wollen uns schlecht machen, sondern jetzt kann er sagen, ich bin sicher, das ist ein Ausversehen von Ihnen. Ich wollte Ihnen das nur mal erklären, was der Effekt ist. Vielleicht machen Sie das nächste Mal ja anders. Und nehmen darauf Rücksicht, dass das vielleicht für uns nicht so schön ist. Wenn Sie in einer Dauerschleife, das sagt er natürlich jetzt ein bisschen milder,
dass sie also 6 Minuten lang immer genau das gleiche Thema thematisieren und es gäbe ja auch noch andere Dinge zu fragen. Und dass das einen negativen Effekt hat. Diese permanente Wiederholung, weil was permanent wiederholt ist, ist relevant. Einfach diesen psychischen Zusammenhang, den ja auch jeder nachvollziehen kann, wenn er darüber nachdenkt, den erklärt er hier dem Zuschauer. Und der Zuschauer denkt sich dann schon seinen Teil, in dem Fall. Weil der Zuschauer weiß natürlich ganz genau, das ist kein Zufall, dass der hier 6 Minuten das gleiche Thema spielt. Aber Jörg Meuthen gibt den schwarzen Peter ab. Er sagt, er benennt das, er macht eine Themenlenkung dahin, er zeigt darauf, was der Journalist macht, sagt dann aber, dass ich bin wahrscheinlich, haben sie das aus Versehen gemacht. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, auf den Zusammenhang, der hier besteht, was uns passiert. Weil das kann er auf jeden Fall sagen. Weil egal, ob der Moderator es wollte oder nicht, der Effekt ist Fakt. Und das kann jeder, der darüber nachdenkt, kann das auch nachvollziehen. Das ist plausibel für den Zuschauer. Und er ist dann nicht hysterisch. Da kann sich der Moderator nicht beschweren, er wäre jetzt hier hysterisch angegangen worden. Die Themenlenkung ist das Entscheidende. Die AfD-Vertreter, wenn sie positiv die AfD in Erscheinung bringen wollen, müssen sich vorher eine gewisse Themenlenkung überlegen, die sie machen wollen, unabhängig von den Fragen. Weil die AfD beschwert sich ja mittlerweile dauernd über die Medien, aber sie zieht daraus keine Konsequenzen. Sie muss aber die Konsequenz ziehen, dass das Feinde sind. Das muss man irgendwann mal verstanden haben, nach 8 Jahren feindlichen Verhaltens, muss man verstehen. Die sind uns feindlich gesinnt. Das Problem ist ja dann, dass die Leute sich immer sagen, ja, warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir verstehen vielleicht das Motiv nicht. Über das Motiv kann man spekulieren. Aber irgendwann muss man es zur Kenntnis nehmen. Da muss man zur Kenntnis nehmen, die behandeln uns feindlich. Die sind uns feindlich gesinnt. Die wollen uns schlecht aussehen lassen. Dementsprechend stellen sie nur Fragen, mit denen wir schlecht aussehen. Da muss man sich überlegen, was will ich? Ich habe jetzt hier eine Kamerazeit. Was will ich dem Zuschauer mitteilen? Und eine eigenständige Themenlenkung betreiben. Und natürlich ganz gezielt darauf achten, was macht jetzt der andere. Und indem ich es dann in den Mittelpunkt drücke, ich es für den Zuschauer sichtbar mache, es nicht einfach so vorbeihuscht, der Zuschauer nicht denkt, das ist vielleicht Zufall oder das gar nicht bemerkt, sondern es nur unterbewusst seine Wirkung entfaltet, indem er das ins Oberbewusstsein holt, fällt es negativ auf den Interviewer zurück. Die Kunst ist nur, aufmerksam zu sein und es in der Situation zu erkennen. Aber wenn man jetzt dieses Fehlverhalten nicht erkennt, da kann man sich schon im Vorfeld überlegen, was gab es sonst so für Fehlverhalten? Was ist einem nachträglich aufgefallen? Und das kann man dann thematisieren. Da kann man die Themenlenkung da drauf bringen. Und man kann von der Antwort aus leicht immer irgendeine Themenlenkung bewirken. Ja, was war noch auffällig? Auffällig war noch, dass das Thema rechtsextrem nicht mehr gespielt wurde. Das ist aus meiner Sicht vielleicht wirklich ein sehr gutes Zeichen. Es ist auch auffällig bei Spiegel, bei Welt, sie nennen die AfD im Moment nicht mehr rechtsextrem. Das haben sie früher schon getan, sondern jetzt sagen sie rechtsaußen. Vielleicht hat das den Grund, dass sie es als aussichtslos erachten, dass sie das vor Gericht halten können. Irgendeine Entscheidung des Verfassungsschutzes, dass die AfD rechtsextrem ist. Vielleicht haben sie jetzt gemerkt, okay, das kippt vor Gericht, wir haben keine Chance. Der Verfassungsschutz, hat dann schon vielleicht zu verstehen gegeben, wir haben keine Chance, das durchzubringen, die verklagen uns gerichtlich. Und deswegen lassen sie es jetzt vielleicht. Es kam auch diese ganze Thematik, kam jetzt nicht mehr auf. Weil es jetzt vielleicht doch Jörg Meuthen, ausgerechnet Jörg Meuthen, hat es dann doch mal thematisiert, dass es immer das Gleiche ist. Und das wollen sie sich nicht anhaften lassen. Jetzt probieren sie andere Möglichkeiten, wie das jetzt dieses Thema mit dem innerparteilichen Streit, dass sie das andauernd spielen. Ja, am Ende hat noch Jörg Meuthen gesagt, am Ende wird abgerechnet, das ist vielleicht ganz gut, aber dann sind alle schuld jetzt am Wahlkampf. Das ist natürlich nicht richtig, sondern mit letztes Jahr ist die AfD um 5% gefallen und warum? Da hat er maßgeblichen Anteil daran, dass das Narrativ, dass die AfD in weiten Teilen rechtsextrem ist, dass das beim Bürger verankert wurde. Auch und gerade mit dieser ganzen Flügeldiskussion und mit Kalbitz. Da hat er durch sein Verhalten dem typischen Konsumenten nahegelegt, diese Leute sind rechtsextrem. Also Kalbitz ist rechtsextrem. Und natürlich dann, wenn er das ist, dann sind alle Ostdeutschen, die ihn gut finden, die sich mit ihm solidarisieren, sind dann auch anrüchig. Und dieser Schaden, der ist nicht aufholbar, jetzt in einem halben Jahr. Der ist so massiv und so gewaltig, das geht so tief. Der Ruf wurde letztes Jahr so tiefgehend bei vielen Leuten ruiniert, das ist nicht kippbar in einem halben Jahr. Außer die AfD macht jetzt einen exzellenten
Wahlkampf und schafft es, dieses Narrativ wieder umzukehren. Und das ist leider die Plakate in dem Wahlkampf. Aus meiner Sicht wäre das möglich, aber man müsste massiv framen. Und das tun im Moment nur Leute wie Weidel. Man müsste ein Gegennarrativ aufbauen, Themenlenkung betreiben. Dahingehend, dass man die Altmedien entblößt. Dass man es schafft, dem Bürger klarzumachen, diese Leute täuschen systematisch. Alles, was sie sagen, ist gelogen. Wir sind die Wahrhaftigen. Aber das ist im Moment ja leider nicht im Ansatz der Fall. Es ist aber möglich. Man kann das Narrativ kippen mit Flugblättern. Das ist möglich. Und mit guten Auftritten. Mit den richtigen Auftritten ist es jetzt auch noch möglich. Aber im Moment geschieht es leider viel zu wenig. Ich werde meinen Teil, ich bin davon ganz fest überzeugt, wie ihr ja wisst, und ich denke, mittlerweile sind seid ihr auch alle auch überzeugt. Und ich werde alles tun, um das noch in die Wege zu leiten. Und werde meinen Beitrag dazu leisten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Über alle Spenden für den Kanal bin ich extrem dankbar. Es hilft dem Kanal sehr. Vielen Dank. Macht's gut.